Hamburg, Marokko, das verheerende Erdbeben in Marokko hält die Welt weiter in Atem. Mittlerweile wurden mehr als 2000 Tote gefunden, noch mehr Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Besonders schlimm sind die Bilder aus dem nordafrikanischen Land für Yasmina Filali, 48. Die Schauspielerin ist nicht nur halb Marokkanerin, sondern hat auch Familie in der betroffenen Region. Gegenüber der Bild berichtete die 48-Jährige nun davon, wie ihre Verwandten in Marrakesch das heftige Beben am späten Freitagabend erlebten. Meine Tante Deja saß abends gegen 23 Uhr mit ihren Kindern beim Essen. In ihrem alten Haus hatte sie schöne Teller an der Wand hängen. Als plötzlich das Erdbeben anfing, fielen diese Teller alle von der Wand, erzählte die noch Ehefrau von Ex-Fußballprofi Thomas Helmer, 58. Kurz danach sei die Familie schließlich von den Statthaltern der Metropole aus dem Bett geklingelt worden. Und so haben auch meine Tante und ihre Familie die Nacht auf der Straße verbracht. Wegen möglicher Nachbeben werden sie jetzt die nächsten Nächte in Parks oder auf freien Plätzen schlafen, erklärte Yasmina. Besonders schlimm? Wegen des in weiten Teilen des Landes lahmgelegten Telefonnetzes hätten die 48-Jährige und ihre Mutter Malika, 73, am Samstag große Probleme gehabt, ihre Verwandten zu erreichen. Yasmina Filali nach Erdbeben in Marokko: Mir blutet das Herz. Mittlerweile stehe aber zum Glück fest, dass alle das Erdbeben weitestgehend unbeschadet überstanden hätten, und trotzdem geht das Unglück nicht spurlos an der Schauspielerin vorbei. Mir blutet das Herz, mein wunderschönes Marrakesch so in Trümmern zu sehen. Ich habe den Eingang zur Place Jemaa El Fna mit den eingestürzten Mauern gesehen, schrecklich, verdeutlichte die zweifache Mutter. Abschließend appellierte die Halbmarokkanerin noch an alle, die etwas übrig haben, etwas für die Erdbebenopfer an Hilfsorganisationen, zu spenden.